Ich bin Johannes Schwarzenberg. Wir sind jetzt in meinem Zuhause im Schloss Murau. Als Adeliger oder ehemaliger Adeliger, die Aristokratie wurde ja abgeschafft, lebte sich sehr gut in Österreich. Man zahlt zwar genauso beschissen viel Steuern wie jeder andere Österreicher, der genügend Geld verdient, aber es ist in Österreich ist ein herrliches Land, in dem man sehr angenehm und schön leben kann. Es gibt von der alten Ansprache von Durchlach bis zum Herrn Schwarzenberg alle Variationen durch. Und das Wichtige ist, dass der sich gegenüber komfortabel fühlt. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin in der privilegierten Situation, dass ich Schwarzenberg heiße. Da weiß man eh jeder die Vergangenheit der Familie. Und je nach Einstellung des Betreffenden wird man so angesprochen, wie man angesprochen wird. Und das überlasse ich dem Gegenüber. Letztlich wurde der Adel schon ziemlich entmachtet. 1848, da kamen die feudalen Vorrechte weg. 1918 waren einige wenige Vorrechte da, wie in England, dass teilweise man im Herrenhaus sein konnte und so weiter. Aber letztlich, man zahlt genauso viel Steuern wie jeder andere. Und wenn es ums Geld geht, sind die Privilegien wichtig und den Rest kann man sich woanders hinstecken.